Tja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt noch nicht genug von mir, weil wir kommen jetzt zum dritten Punkt unserer heutigen Abendveranstaltung, nämlich zur Presseschau des Woodstock Morning Stars. Erstmal möchte ich allen wilden Redakteuren danken, die draußen durch diese Welt laufen und ständig diese positiven Wandlungs- und Wunderartikel schreiben. Und ich möchte heute den Henry-Nannen-Preis an Dagmar Eitel-Jörger geben, dem Preis des großen Journalisten und Sterngründers, für ihre unbeschreiblich journalistische Tätigkeit. Und sie schickt mir jeden Tag einen Leitartikel für den Morning Star. Danke, 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 Dagmar, bitte weiter so. Die Welt braucht solche Nachrichten. Und wenn ihr irgendwo, in welchem Paralleluniversum auch immer oder wo auch immer überhaupt, solche Nachrichten von Wundern hört auf euren Timelines, Wundern begegnet, denn ihr hören die in den Morning Star, bitte schickt die mir oder postet die selbst. Wir brauchen Visionen, wir brauchen Verrücktheiten, wir brauchen im Grunde die Kraft unserer Seelenmagie, um eine neue Zukunft zu bauen, zu kreieren. Der Buddha sagt ja nicht umsonst, der Geist entscheidet, du wirst, was du denkst. Und unser Ungeist hat diesen Virus entstehen lassen. Unser Ungeist hat diese Welt fast zerstört. Und jetzt sollte doch einfach mal unser guter Geist in der Lage sein, auch das Gegenteil zu bewirken. Also wir lernen das ja von Clemens Kubi, wir lernen das ja von Joe Dispenza, wie wir diese Kraft unseres Denkens, diese Kraft unseres Geistes einsetzen können. Ja, und ich möchte euch heute eigentlich, Hilfe, mein Stativ wackelt, drei Nachrichten bringen, die heute Morgen im Morningstar standen. Die erste Nachricht war, mit drei großen Flugzeugen der deutschen Luftwaffe sind die ersten Kinder von Lesbos endlich eingetroffen worden. Und man hat extra Schulen für sie bereitgestellt mit Traumatherapeuten, mit wunderbaren Pflegern. Ganz viele junge Heilpraktikerschüler haben sich gemeldet zu unterstützen in jedem dieser Schulgebäude, wo die Kinder von Lesbos im Grunde untergebracht sind, haben Kollegen homöopathische Volksambulanzen eröffnet, Traumatherapie, Homöopathie, tolle Ernährung. Ja, wir kümmern uns um diese Kinder. Und die Überschrift im Morning Star hieß, Europa zeigt Solidarität, zeigt Zärtlichkeit für die Kinder von Lesbos. Und hoffentlich nicht nur für die Kinder von Lesbos, sondern für alle Menschen in allen Lagern. Die brauchen unsere Solidarität, die brauchen unsere Zärtlichkeit. Und im Morning Star steht, wir haben es geschafft. Und dann steht noch, besonders seitdem der Krüger über dieses Tuberkulinum gesprochen hat. Dieses Mittel für Abgrenzung und für Flüchtlinge. Und tja, vielleicht hat der Krüger ja recht, dass seine Arzneivorträge tatsächlich heilend ins kollektive Feld wirken. Wir werden gucken. Ja, also, die Kinder von Lesbos sind gerettet. Danke, danke, danke. All die, die ihr das mitgetranst habt. All die, die ihr das mit kreiert habt, erschaffen habt, all die, die ihr Sea-Watch unterstützt habt, diese unbeschreibliche Organisation. Der Morningstar schreibt auch, dass die bei der nächsten Vergabe des Nobelpreises die Sieger waren, den Nobelpreis für Mitmenschlichkeit oder auch meinetwegen Friedensnobelpreis für Sea-Watch. Ich finde, das ist eine so grandiose Organisation. Kotau, kotau, bis blutende Beule, meine lieben Kollegen und Kolleginnen von Sea-Watch. Ich finde euch ganz, ganz toll. Und ich glaube, da muss man sehr geheilt tuberkulinisch sein. Genauso geheilt wie Ironmaner und Freeclimber, um sich so einer Organisation anzuschließen. Und gerade Sea-Watch ist für mich so ein total tolles Beispiel, was geheilte Tuberkuliniker alles leisten können. Ja, also wunderbar, die Kinder von Lesbos sind in Sicherheit und das macht mein Herz
ganz froh, ganz frei, ganz liebevoll. Weil das war was, was mich sehr, sehr, sehr bedrückt hat. Und als ich das heute Morgen las im Morningstar, da war ich so dankbar. Ich musste vor Glück weinen und habe den Göttinnen und den Göttern gedankt, dass sie uns hier so unterstützt haben und natürlich dem Heilmittel Tuberkulinum. Ja, und dann, und da ist ja der Morningstar ganz aktiv, immer wieder diese Berichte über die Bewegung der homöopathischen Volksambulanzen. Und seitdem Frau Merkel und Herr Spahn diese Bewegung der homöopathischen Volksambulanzen auch noch so unterstützt und der Zentralverein homöopathischer Ärzte sich ganz auf diese Seite der Volksambulanzen gestellt hat und die Heilpraktikerverbände, wo wir die Leute kostenlos in diesen Volksambulanzen behandeln. Sie kriegen kostenlos ihre homöopathischen Mittel und noch ein Säckchen Gewürznelken, die sie kauen können und ihnen damit einen wunderbaren oralen Infektschutz bereiten. Ja, ihr Lieben, diese Volksambulanzen, diese Arthur-Lutze-Lazarette, wie ich sie immer nenne, auf die geht der Morningstar ganz gezielt ein und sagt, Wahnsinn, Tausende von Homöopathen jeglicher Couleur, ohne Vorbehalte, ohne Standesunterschiede, arbeiten in diesen Volksambulanzen. Und die Spezialisten für internistische Medizin, die Spezialisten unter den Homöopathen für Notfallmedizin sind jetzt auch in den Kliniken tätig. Die Kliniken öffnen sich der uralten Heilkunde Homöopathie. Wunderbar, noch ein Leitartikel im Morningstar. Und es wird gezeigt, wie der Homöopath mit seiner Homöopathierolle und seinem Repertorium neben dem Klinikarzt steht und wie das eine neue Form von Verschwisterung gibt zwischen klinischer Medizin und der Homöopathie. Hey, hey, Hans Heinrich, ich grüße dich. Ich freue mich riesig. Ich poste jeden zweiten Tag deine Hacker-Videos, weil ich weiß, dass es nichts Immunstimulierendes gibt, was Bewegung angeht, als den Hacker. Uns wirklich der pestilenten Kraft, die uns jetzt gerade niederringen will, entgegenstellen. Tehwaka, hier bin ich, hier ist mein Kanu. Hey, hey, Hans Heinrich, du wunderbarer Hacker-Lehrer, du wunderbarer Yoga-Lehrer, eine riesengroße Ehre, dass du in unserem Schwarm bist. Hey, hey, und ich grüße meine Tänzerin Franziska Bender und ich hoffe, dass alles so heil wird, dass unser Geistertanz wieder stattfindet. Und ich sehe hier, es ist auf der zweiten Seite vom Morningstar, Geistertanz mit Franziska Bender hat stattgefunden. 120 Teilnehmer in der SAS und gleich darunter Hans Heinrich. Hans Heinrich Nachhol Hackerkurs an der SAS. Hacker Yoga, 80 Teilnehmer. Mensch, das sind doch Nachrichten, da freuen wir uns doch. Ja, was ist noch heute im Morningstar, außer dass die Homöopathie und die chinesische Medizin, die Chinesen haben gleich ihr Volksambulanzzelt neben dem unseren und dann gibt's gleich noch ein Zelt für die Heilströmer, weil Zbyszek Nowak hat uns allen nochmal seinen Segen und seinen Heilstrom gegeben. Hier steht, großer polnischer Heiler, Biomagnetiseur, Zbyszek Nowak autorisiert alle seine deutschen Schüler, heilt in meinem Sinne, strahlt in meinem Sinne. Also, hey, hey, Zbyszek Nowak nach Polen, mal wieder retten die Polen Europa. Also, strahlt, 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 Heilstrom, 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 chinesische Medizin, Homöopathie, die Volksambulanzen, die Arthur-Lutze Volksbewegung für Homöopathie und Naturheilkunde. Und an der Samuel-Hahnemann-Schule gibt es hier schon ganz lange die Arthur-Lutze-Gesellschaft, die ihr auch gerne unterstützen könnt, damit wir, wobei jetzt unterstützt erstmal lieber Sea-Watch und anschließend unterstützt die Arthur-Lutze-Gesellschaft an der Samuel-Hahnemann-Schule, damit auch ganz viel Gutes machen können. Ja, und jetzt die letzte und für mich auch eine ganz tolle Nachricht. Innerhalb dieser Krise war noch Platz für ein Abkommen. Ich lese nochmal. Die Europäische Gemeinschaft beschließt Abkommen mit Griechenland.
dass in Griechenland alle Brachflächen, die nicht zu einer Wiederaufforstung mehr geeignet sind, mit Sonnenkollektoren bestückt werden und dass die griechische Nation diesen wahnsinnigen Dienst für Europa leistet, wo Europa auch ein bisschen was für tun kann. Ich bin mal dafür zum Beispiel, dass die Griechen erstmal auch von uns ein paar Mark nochmal kriegen für das, was wir, also nicht wir, aber unsere Vorfahren in Griechenland da im Krieg im Grunde angerichtet haben. Das können die Griechen gut gebrauchen. Und ich bin dafür, dass man den Griechen erstmal alle ihre Schulden erlässt. Und dafür bauen sie da, wo nichts mehr wachsen kann. Und es gibt ja genug Ödflächen in Griechenland, die sind nicht wieder aufforstbar. Da stellen wir Sonnenkollektoren hin. Und ich habe es schon vorher gewusst, aber der Morningstar schreibt, die griechischen Sonnenkollektoren decken 95% des Strombedarfs von ganz Europa. Hey, da ist doch unsere Lösung. Da brauchen wir keine Atomkraftwerke mehr. Da brauchen wir keine Kohlekraftwerke mehr. Da brauchen wir auch nicht mehr so viel Windräder. Wir haben diesen Strom und der kommt aus Griechenland. Also Strom aus Griechenland. Die Kinder von Lesbos zurück. Oder nicht zurück, vorwärts zu uns. Wir geben ihnen eine neue Heimat. Wir heilen sie, wir bearbeiten ihre Traumata. Und unsere homöopathischen Volksambulanzen oder unsere homöopathisch-naturerkundlichen Volksambulanzen. Kinder, das ist doch was. Das ist doch unbeschreiblich. Und ich bin so stolz, Homöopath zu sein. Ich bin so stolz, Schamane zu sein. Ich bin so stolz, Leibarbeiter zu sein. Das macht mich so froh. Und ich kann nur eins sagen. Es gab noch nie mehr triftige Gründe wie jetzt, Heilpraktikerin zu werden. Kommt an die Samuel-Hahnemann-Schule. Kommt, steigt in unseren neuen Kurs ein. Lernt diesen total schönen Beruf. Weil wir brauchen diese Form von Heilern, wir brauchen diese Form von Medizin, damit wir wirklich die große Botschaft von Mutter Gaia durch ihren prophetischen Engel Corona umsetzen können. Und dafür brauchen wir Heilpraktikerinnen. Und die Samuel-Hahnemann-Schule stellt sich dieser Verantwortung. Wir sind bereit, jedes Jahr 2 Kurse zu starten mit 60 Schülern. Kommt her, werdet Heilpraktikerin. Die Samuel-Hahnemann-Schule ist der beste Ort der Welt dafür. Und damit sind wir jetzt keine Krisengewinnler, aber wir nehmen den Auftrag des Corona-Engels an. Wir stellen uns unserer didaktischen Pflicht, super die besten Heilpraktikerinnen auszubilden. Ja, ihr Lieben, lasst uns zusammenstehen, lasst uns unsere Zwietrichte beseitigen. Das war ja schon gestern im Morningstar und vorgestern. Endlich Politik und Naturheilkunde an einen Tisch. Endlich kostenlose homöopathische Heilmittel während der Krise für jeden, der sie braucht. Hey, hey, wir werden siegen. Ein vereintes Volk ist nicht besiegbar. Viva la Homöopathia. Ja, ich liebe euch alle am meisten und morgen geht's weiter mit dem Morningstar und ich hoffe, meine Journalisten draußen sind sehr fleißig und schicken mir mindestens 100 Artikel, die ich dann immer wieder im Live-Ticker NTV, ist ein Scheißdreck gegen uns, auf meine Seite stellen können. Venceremos, venceremos, venceremos.